Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Mountain. Gehen wir mal kurz zur Schmiede, holen die Steine, die da ja jetzt wahrscheinlich fertig sind, und dann würde ich sagen, machen wir das Dach. Wäre, glaube ich, angebrachter als erst den Boden, ne? Obwohl ich bei dem Boden... jetzt hatte ich kurz den Gedanken, wir haben ja unten die Öfen jetzt reingestellt. Ich hatte jetzt kurz den Gedanken, im Lager soll ja auch ein Vorbereich sein, der im Endeffekt nur Deko ist. Kann man nicht anders sagen. Da hätte man die Öfen ja auch reinstellen können. Aber ne, muss nicht. Hier ist schon echt wieder keine Kohle, ne? So. Auch wenn man jetzt da hinten besser gebrauchen könnte, tun wir sie hier wieder rein. So, und hier ist eine. Super. Dich weg. Und was war das noch? Sonst war das nichts. Können wir wieder zurück. Bababab. Hier ist noch Gravel. Komm, den packen wir jetzt auch mal ein. Das auch, weil wir haben es ja im Rucksack. Die Erde nehmen wir auch mal, weil wir haben sie ja komprimiert. Stone Brick Slabs. Okay. Noch was wir brauchen können? Nö. Theoretisch müssten wir aber irgendwo Gunpulver haben. Haben wir nicht. Huch. Warum nicht? Hab ich das hier reingeflitscht? Nö. Also Gravel hier dabei, das da dabei. Hier sind auch zwei Kisten drin. Wow. Stone. Ah, da falle ich auch immer wieder drauf rein. Stopp. Und... Yep. Bams. Haben wir doch gar nicht da. Haben wir da. Gut. Auf. Im Moment sind wieder diverse Sales. Also auf Steam nicht so der offizielle, keine Ahnung was, Sale. Da ist einfach nur im Moment, glaube ich, ein Publisher Sale oder sowas. Aber auf Humble Bundle, heißt das Humble Bundle? Ich glaube ja, da ist vielleicht ein Spring Sale gerade. Und so, ich bin ja so der Typ. Ich habe ja mittlerweile eine ganz böse... Warte. Eine ganz böse Spiele-Sammelleidenschaft. Furchtbar. Was so Sales anbetrifft, wow, ganz schlimm. Ne, brauchen wir jetzt nicht. Achso, das reinklicken geht nicht. Die Kiste, ja. Das ist, wow. Ach, normales Holz haben wir gar nicht mehr. Na, ist ja egal, brauchen wir ja auch jetzt nicht, weil wir ja ans Dach gehen. Ich habe die Tage mal so geguckt bei diesem Spring Sale auf Humble Bundle. Ich war echt schockiert. Da sind recht viele interessante Sachen. Was wollte ich jetzt hier machen? Das weiß ich wieder selber nicht, weil ich wollte eigentlich nur das da reinflitschen. Aber, komm, das nutzen wir auch aus. Habe ich nicht mehr. Habe ich die da reingetan? Wo habe ich denn? Alter. Da. Ich habe ja mittlerweile, ey, das ist schon wow. Das ist, ja, kann man mich fast für bekloppt erklären. Ich habe ja auf Steam mittlerweile, ich weiß gar nicht, ich habe 3 oder 4 Jahre Steam-Mitgliedszeit. Ursprünglich Steam überhaupt nur mir angeschafft wegen Portal. Das war, glaube ich, noch ein anderes Spiel, was ich vor Portal noch gekauft habe. Portal war, glaube ich, der zweite Kauf. Aber ich sage immer, Portal war der Grund, warum mein Steam-Sucht losging. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, es wäre vorher noch irgendein anderes Spiel gewesen. Müsste ich aber echt nachgucken. Ja, eine lange Zeit war es auch bei Portal geblieben. Also Portal, so ein Doppelpack, hatte ich damals gekauft. Habe ich im Portal-Let's Play, habe ich das auch schon erwähnt.
gekauft, durchgesuchtet. War das erste Spiel oder die ersten zwei Spiele, die ich so schnell wirklich komplett durchgesuchtet habe. Echt der Hammer. Und damit ging die Steam-Leidenschaft los. Damals konnte ich mir noch nicht... Damals, hört sich an, ist maximal 4 Jahre her. Damals konnte ich mir noch gar nicht so wirklich vorstellen, wie diese digitalen Downloads so dermaßen zu beanspruchen, wie ich das jetzt mache. Ich habe jetzt auf Steam 1260 Spiele oder sowas. Ich weiß es gar nicht genau. Ich müsste jetzt gucken. Also es geht scharf auf die 1300 zu. Es ist Wahnsinn. Hätte ich niemals gedacht zu der Zeit, weil zu der Zeit war für mich eigentlich digitaler Download noch ein No-Go. Ich weiß noch, zu WoW-Zeiten, wenn eine Erweiterung kam und sich Leute, die... Ne, WoW habe ich auch schon digital gemacht. Weiß ich gar nicht, was war denn das? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn irgendwas was Neues rauskam, eine Erweiterung, ich meine, wäre WoW gewesen, aber das habe ich... Retail von WoW habe ich, glaube ich, nur Classic und PC. Na, ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich da Leute schon für bekloppt erklärt. So, na, was heißt bekloppt erklärt? Das ist auch falsch. Ich habe da immer gesagt, nee, mit digitalen Download mag ich nicht. Ich warte, bis ich das im Laden kriege. Dann habe ich ein Retail, was ich ins Regal stellen kann. Das ist mir doch ja, angenehmer. Mittlerweile sieht es genau andersrum aus. Ich möchte gar keine Retails mehr haben. So kann sich das ändern. Ist der Hammer, oder? Pupp. Warte, falsche Tasten. Ach, brauche ich ja gar nicht hochlegen. Ich kann das ja so, wenn ich da oben bin. Haben wir genug Dirt, um da hochzukommen? Jawohl, haben wir. Pupp, 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 pupp. Das ist schon interessant, wie sich das geändert hat. Ja, dass ich... ja, echt mittlerweile keinen Bock mehr habe, mir großartig... Warum bin ich ja nicht so vorsichtig? Ich könnte ja crouchen, dann kann nichts passieren. Mir die ganzen Verpackungen von Spielen hier hinzustellen. Früher war es andersrum, da hätte ich sie haben wollen. Und es war mir auch zu unsicher, mich auf den digitalen Download zu verlassen. Wie sich das ändert. Das ist, wow, phänomenal, finde ich. Pop. Und ich könnte mir, mal ganz ehrlich, wie gesagt, 1260 Spiele, glaube ich. Man stelle sich vor, ich hätte die alle als Retail. Wow. Wow. Wo soll ich denn die alle hin tun? Auf jeden Fall habe ich mir da jetzt schon den Gedanken gemacht, warum habe ich eigentlich die Bäume nachgepflanzt? Die werden, wenn das Dach drauf ist, wahrscheinlich nicht mehr wachsen. Sehr schlau. Hätte ich hinter das Lager platzieren sollen. Mir vorstelle, diese 1206 Spiele, 60 Spiele, fast 1300 als Retail-Fassungen, also Boxed-Fassungen hier rumliegen zu haben, wow, wie viel wäre das? Hätte ich gar keinen Platz mehr für. Da frage ich mich, wie kommt diese Wandlung? Also zum einen kommt die Wandlung, Internet ist ja nicht so wie früher, purer Luxus. Es ist billiger geworden, es ist schneller geworden, es ist sicherer geworden. Ja, also mein Argument bei WoW zum Beispiel, sind sie weg? Tatsächlich. Ich weiß nicht mehr, WoW Classic sind glaube ich, 16 GB oder sowas. Waren glaube ich, ich weiß nicht, 6 oder 8 CDs. Habe ich den ganzen Tag für gebraucht, das Ding zu installieren damals. Ich mir vorstelle, diese Menge mit der damaligen Internetgeschwindigkeit runterzuladen, war natürlich wow, undenkbar. Für mich. Hätte ich ja. Ich hatte schon recht früh, ich hätte jetzt beinahe gesagt schon immer, aber das stimmt gar nicht. ISDN gehabt, also sowieso schon zu den etwas schnelleren gehörte. Ja, aber trotzdem, auch mit einer ISDN-Leitung, wie lange lädt man denn an 16 GB? Wow, ne? Wow.
Dazu dann halt noch der Gedanke, was ist, wenn Steam zum Beispiel, WoW gibt es nicht auf Steam, ich weiß, wenn die pleite machen und die Server abschalten, dann sind die 1260 Spiele weg. Püff. Hallo? Das sind ein paar tausend Euro. Ja. Aber den Gedanken hat man heute gar nicht mehr. Einfach weil es, zum einen ist das Runterladen, das ist für mich echt ein Witz, wenn ich ein Spiel über Steam installiere, das ist so schnell passiert. Ja, und zum anderen, ich glaube, Steam hatte auch in der AGP stehen, dass sie, sollte es mal passieren, dass sie die Server dauerhaft abschalten, sie jedem seine komplette Steam-Bibliothek zuschicken oder sowas, oder man sich zuschicken lassen kann. Ich meine, sowas wäre da drin, weiß ich aber auch nicht. Auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass die jemals die Server abschalten. Dafür läuft das viel zu gut. Ach ja. Warum habe ich eigentlich mit dem Thema angefangen? Und ihr seht eigentlich jetzt gerade gar nichts mehr, ne? Glaube ich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ist egal. Hauptsache, ich habe irgendwas gequatscht. Okay. Bop. Bop. Und bis morgen.